schön heißt. Sie, Herr Pagelsdorf, ich habe es schon gesagt, haben sich am Wochenende für gute Kritiken auf eine eigene Art und Weise bei einem Bild-Zeitungsreporter, dem Herrn Meyer, bedankt. Sie haben ihm einfach ein Glas Cola über den Kopf gegossen und die Folge war, wir wissen es, wir haben schon darüber berichtet, ein K.O.-Schlag vor Ihr Kinn. Brummt der Schädel noch? Ja, ich habe noch leichte Kopfschmerzen. Was? Man hat Ihnen eine disziplinarische Maßnahme verhängt. Was für eine ist das? Das geht ja in dem Fall ging es ja im Prinzip nicht jetzt um das Kohleausschütten oder sonstiges, sondern mir ging es darum, da auf etwas aufmerksam zu machen, was hier in Dortmund passiert. Und das speziell nicht, sagen wir mal, allgemein Journalisten und Reportern, sondern es geht in diesem Fall nur um einen bestimmten Mann und das ist der Jürgen Meyer. Und sagen Sie mir nur, welche disziplinarische Maßnahme hat man denn heute gegen Sie verhängt? Also das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich mit Herrn Jürgen Meyer nicht mehr reden darf. Nein, aber ich meine, der BVB-Vorstand wird Ihnen doch jetzt irgendeine Geldstrafe aufgebrummt haben. Also ich schätze, dass eventuell vielleicht in ein paar Wochen, in ein paar Monaten ich vielleicht vom Verein so eine Ehrung bekomme dafür, dass ich den Verein von einer Plage befreit habe.